Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, wir könnten eigentlich direkt mal warpen, oder? Ich meine, wir haben alle Geister, wir haben alle Herzteile, wir haben unser unglaublich geil neu gepimptes Masterschwert. Und Santo ist eigentlich auch platt. Ich meine, Herr Holz, warum? Ja, wird immer wieder auferstehen, bla, Zeugs, aber... Ehrlich gesagt... sind wir ihn jetzt eigentlich erstmal los. So. Oh. Oh, stimmt ja. Hey, aber die Schattenhöhle hatte doch gesagt, sie kann was Neues. Irre ich mich da, oder? Wollen wir heute erstmal Schattenhöhle machen? Das wäre doch mal ganz nice. So, komm mal her, Wolfi. Klick. Schattenhöhle. Abschließen Level 6. Speichern und los. Ich meine, hey, ich let's play zumindest auch mal zu einer humanen Uhrzeit, ja? Also, witness me. Durch deine neue Kraft hat sich dir ein neuer Pfad geöffnet. Hell yeah. So, ich werde für den Anfang erstmal ein bisschen rumtrollen. Und werde nicht ganz auf mega no damage machen. Weil das ist mir jetzt einfach ein bisschen zu doof. Ich werde aber, denke ich mal, einen Perfect Run Video machen. Wie kriege ich den Shit? Mist! Ich habe gedacht, ich krieg das noch. Doppelmist! Ihr blöden Cthulhu-Viech. Au! Ah. Was sind da? Kommt man da hoch? Oder kann ich mir... Ein bisschen Money, sehr okay. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die 20 Herzen... Ich meine, wir kriegen im Heldenmodus sowieso nur... Was heißt, also in Anführungsstrichen nur, wir kriegen im Heldenmodus doppelten Schaden. Juhu. Aber ehrlich gesagt, es ist ja scheißegal. Ich meine, wir wollen ja sowieso No Damage hier rausbekommen. Das ist ja nicht so, als wenn die Gegner schneller wären oder so auf dem Heldenmodus. Also kann ich auch genauso gut im Heldenmodus versuchen, No Damage hier durchzugehen, um hinterher in Breath of the Wild unseren treuen Wolfling zu bekommen. Dass er immer dieses Totschütteln mit drin hat. Ich meine, total cool, aber es macht mich halt leider sehr angreifbar für solche Gubbels hier. So, dann werden wir doch einfach mal sehen, wie weit wir in dieser scheiß Schattenhöhle kommen können. Na komm. Wow. Okay, wenn er sich den Kopf stößt, dann haben wir einen Cancel, aber das, ich glaube nicht, dass das sehr praktikabel ist. Hopp. Yay. Hi. Gut, hier in der Schattenhöhle werden auch sowieso nur Rubine sein.
Herzen spawnen schließlich nicht. Items brauchen wir nicht. Und Stempel können wir auch knicken. Weil ist ja gekaufter Content quasi. Also scheiß drauf. Hopp. Ja, normalo Gegner. Voll. Zeigt mir. Ich meine, ich habe das schon mal erwähnt, aber diese Rondells und gerade das Design erinnert mich halt sehr an die an die Höhle aus Wind Waker. Ich weiß nicht, ob die noch einen Namen hatte wie die Drillhöhle. Beziehungsweise jetzt ist es ja die Schattenhöhle mit Wolfi. Aber ihr wisst, was ich meine, yo. Einfach so stumpf anspringen müssen ständig, bis die platt sind. Der Combat mit dem Wolf ist halt echt eher provisorisch als alles andere. Ich meine, klar, er kann sich wehren, aber ich hab halt, na, die Viecher, mehr und mehr das Gefühl, au, mehr und mehr das Gefühl, wie mache ich das denn? Das ist Dick Move. Ah, Leute, das ist dreckig. Das ist echt dreckig. Wie gesagt, ich habe gar nicht erwartet, dass ich beim ersten Run hier durchkomme. Ohne Schaden. Man muss die Viecher ja auch erstmal sehen, wissen, was hier los ist und wissen, wie ich mit dem Wolf da dran gehe. Weil, wie gesagt, der Combat mit dem Wolf ist ja eigentlich designed für Schattenwelt, Strahlentau sammeln, ja, ohne Linkform. Das heißt, es ist eigentlich eins dieser Zelda-typischen Hindernisse, die man ja erstmal überwinden muss. Solange, bis man dann, ja, meistens ein Item bekommt, dass das einem den ganzen Scheiß-Tempel erleichtert. Hier in dem Fall ist es halt mit Wolfi. Ja, die Last, die einem von den Schultern genommen wird, dass man sich dann die ganze Zeit wieder in Link verwandelt. Ich meine, der Bandkreis ist zwar geil, aber wann können wir den ordentlich einsetzen? Ja, dann lieber große Wirbelattacke spammen. Also ich denke, wow, ich denke, wir halten uns ganz gut. Au! Scheiße. Mein Güte, der Junge braucht ein Schild. Au, oh, hey, cool, ich kann die Pfeile abwehren, wenn ich den Jungen anspringe. Nee, nicht so richtig. Doch, im Initial Hit kann er sie abwehren. Wenn er gerade startet. Das ist natürlich geil. Das heißt, mit dem richtigen Timing kann ich gerade auf den Jungen zulaufen. Und wenn er einen Pfeil abknallt... Ach, die Kacke. Blöder Mini-Dodongo-Verschnitt. Jock, jock, jock. Wenigstens kann er mit dem Sprung echt, wenn man den aneinander reiht, viel Distanz zurücklegen. Das ist ziemlich nice. Ich meine, Link mit seiner Sprungattacke ist zwar scheiße effektiv, natürlich. Aber... Ey, was ist denn hier los? Ja, schön, wenn ich jetzt noch Flaschen benutzen könnte, ihr Schweine. Legen mir so viel blaues Elixier unter die Nase und dann ist hier nichts. Ey, das ist gemein. Sorry, das ist gemein. Das ist, ey. Das ist so der erhobene Mittelfinger von Nintendo, oder? Frechheit.
Am besten, wieso nicht noch echtes Gelee? Ja? Schön am Glitzern überall. Sorry, ey, ihr Wichser. Das wär's jetzt. Glock, glock. Ey, aber ein bisschen Knete ist gut. Hätte die aber auch eine Kiste hinstellen können. Nein. Es muss immer nur ein blöder Topf und Zehner sein. Hui. Ja, 2000 voll. Mehr brauche ich nicht. Die machen eh keinen Schaden, meine Güte. Pisst euch. Jo. Hi. Ein Raum nur mit denen ist irgendwie doof. Also, ich beschwere mich jetzt nicht. Ich meine, danke. Aber, yay. Hallo, hallo, hallo again. Lieber in Bewegung bleiben, 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 in Bewegung bleiben. Schön. Kannst du die nicht anvisieren, wenn die sich gerade ausklappen? Dann fangen die doch schon an, sich zu bewegen, meine Güte. So. Joppala, okay. Was noch? Yeah! Das ist immer... Au, fick dich. Das ist immer toll. Aber wir kriegen ganz gut Schaden mit Wolfi. Das gefällt mir nicht. Also da muss ich mich mal ganz entspannt dran setzen. Auch ohne Voice-Kommentar am besten, sondern einfach nur irgend so ein Video, keine Ahnung, bla, Perfect Run, Schattenhöhle, whatever. So. Ekelkäfer, aber zum Geld verdienen nicht schlecht hier. Weil ich ja auch keine Items benutze mit Wolfi. Was ist hier los? ja. Schön. Danke. Was noch? Hier ist neu. Sieht cool aus. Dass die Spinne mit dem... Boah, dass die Spinne Insta-Kill ist, ist aber geil. Das Design hier ist cool. Aha. Ja. Das Design ist wirklich cool. Hi. Aha. Bleib schön da sitzen. Du solltest die Prüfung noch als Wolf machen. Da musst du jetzt durch. Sehr schön.
Jop. Haben wir's? Ah ja. Okay. Oh, scheiße. Ist das jetzt der letzte Raum? Willst du mich verarschen? Hier soll ich without damage durch. Pisst euch mal alle. Könnt ihr nicht mal... Das hat aber richtig Beef. Obwohl man eigentlich recht stumpf nichts weiter machen muss, als immer schön Wolfie Dash it. Au! Nein, nein, nein! Target Switch, Alter. Ich lass mich doch jetzt nicht von dem letzten Raum hier umbringen. Komm schon. Komm schon. Ah, fick dich! Der... Boah. Das... War schnell. Was und sie steht da. Joa. Geil. Ach so. Ach so. Scheiße. Echt jetzt? Kann ich hier raus? Deine Herzen wurden auf... Ach! Ach! Oh, ist das dumm. Ich kann meine Herzen auffüllen mit dem letzten Wolfs-Amiibo. Stimmt, da war ja was. Ist das dumm. Also, eigentlich ist es praktisch, weil... Dann kann ich... Ne, dann kann man ja immer... Immer so ein bisschen mehr machen. Immer ein bisschen mehr raufschaufeln, bis man am Ende... volle Herzen hat. Ja, gut. Ach so, ich kann aufgeben. Okay. Schön. Dann habt ihr, ich denke, also ich gehe davon aus, dass das der letzte Raum war. Obwohl danach kam noch eine Tür. Ja gut, wahrscheinlich nur ein bisschen Money, ein bisschen Belohnungstür, ja. Gut, dann habt ihr jetzt die Schattenhöhle in ihrem vollen Ausmaß gesehen. Ich gehe davon aus, wenn nicht, Kommentare nach unten. Und naja, ich werde mich da demnächst mal dran setzen. Breath of the Wild ist ja noch ein bisschen hin. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Fände ich sehr, sehr toll. Wir machen im nächsten Part dann Story Progress. Machen so ein bisschen den letzten Shit hier. Okay. Oh, hey, ich habe... auch die Rubine verloren. Ach, ihr seid doch behindert, ey. Naja, egal. Schön. Schaltet am Wochenende wieder ein zum Multiplayer-Chaos. Unter der Woche zu normalen Let's Plays. Ich bin raus für heute. Lenker!